Da müssen wir durch. Also hier gleich am Stellplatz raus und da soll es zum Lübbesee gehen, hier durch den Wald. Da kommt dann auch ein Waldfriedhof. Ach, Lübbesee, da steht es. 2,1 Kilometer. Ja, Google Maps hat ein bisschen weniger gesagt, ne? 1,5. Na, schauen wir mal. Ja, vorne am Schild. Ja. Ein Bächlein. Hm. Hier bleiben. Guck hierher. Er wollte schon wieder ins Wasser. Ja, da vorne ist schon der Lübbesee. Ja. Also 1,5 Kilometer, keine 2,5. Ach, voll ruhig hier, ne? Ja. So, hier kurz vorm See ist dann ein Waldparkplatz. Kann man vielleicht sogar frei stehen, wenn man mutig ist. Ja. Hier fängt jetzt Privatgelände an. Das sieht aber schön aus im untergehenden Sonnenlicht, der See da hinten. Gucken wir mal. Also nochmal ganz genau. Vom Stellplatz an der Naturtherme Templin kommt ihr hier zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 1,5 Kilometer. Oder langsamen Schrittes, 20 Minuten zu Fuß, so wie wir das gerade machen, hier direkt an den Lübbesee. Da hinten sieht es so aus, als wäre da eine Gastronomie. Und vielleicht ist hier auch ein Badestrand. Auf jeden Fall kann man hier auch super mit Hunden spazieren gehen. Da gibt es sogar einen Hundwanderweg, wenn ich das Zeichen richtig deute. Prima! Aha. 700 Meter rechts geht zum Waldfriedhof, Templiner Buchheide und seinem Hundestrand. Okay. Hier steht es auch genau. Naturtherme Templin, Dagersdorfer Straße. 1,5 Kilometer. Also kann man schön laufen. Hammerfall, Birschweg, Lübbesee. Okay. Oh je. Hund im Wasser. Na, viel Spaß. Langsam. Ja. Blubberg war er. Nicht so weit. Ja, da kommt wieder Freude auf. Ja, lass ihn doch mal ein bisschen fertig. Wie können wir das verkuppeln? Wir haben doch eine Powerstation. Nee, wir haben sogar Landstrom. Na siehst du. Oh, ja, super. Hier beim Hierbleiben, na. Wirst du wohl. Ja, was da? Hierbleiben, hierbleiben. Na, lass ihn doch reinspringen. Nee, dann siehst du ja die Ente da. Naja, der kommt schon wieder raus. So eine Wasserratte.
Meine Güte. Vorsicht. Rico, nicht so weit. Rico, komm mal her. Hierher. Den größten Stock holt er sich. Ja, oh, er kämpft sich den Berg hoch. Ja. Guck mal, Holz, da. Blub. Na, kriegst du es nicht? Na, Holz. Ja, fein. Guter Junge. Ja. Ja, du hast deinen Spaß hier jetzt, ne? Auf dem Platz hast du Spaß. Hier hast du Spaß. Und sie haben die Arbeit. Nachdem Rico jetzt seinen Spaß hatte im Wasser, gucken wir mal hier weiter. Also hier ist ein Badestrand, baden auf eigene Gefahr. Hier schön mit Sand. Wasser sah sauber aus, klar. Klar. Der See ist auch nicht gerade klein, der ist ein bisschen lang gestreckt. Also, das könnte toll sein hier im Sommer. Jetzt gucken wir mal, was da hinten ist. Da ist dann in der Saison bestimmt so eine kleine Imbissbude. Tischchen mit Sonnenhütchen, Strohdächer. Ja, eine riesen Wiese hier. Und Sonne pur. Weil keine Bäume. Da hinten scheinen dann auch Toiletten zu sein. Wir würden ihn ja gerne flitzen lassen hier, aber dann ist er weg. Ja. Kommt nicht zurück. Außerdem wäre er dann wieder im Wasser. Was, Schatzi? Ja, da hätten sie die Toiletten, siehst du? Mhm. Da hinten ist noch eine Bude, da wird was verliehen, ne? Da gibt es wahrscheinlich Stand-Up-Paddles und Kanus. Ja. Toll. Machen wir nochmal einen Rundumschwenk. Da geht die Sonne unter. Was denn? Aus Osten. Ja. Supi, sehr schön. Sich ja gelohnt hier hinzulaufen, ne? Okay, als zur Info. Zum Entspannen kann man Strandliegen und Sonnenschirme mieten, melden sich beim Strandverleih. Ihr Team vom Ahorn Seehotel. Tja. Und dann wieder Hunde verboten. Also nichts Strandliege, nichts hier essen, hier Hunde verboten. Ist das schon wieder scheiße. Also, von uns gibt es keinen Euro. Schatzi, kannst dich lassen. Immer wieder rennen ins Wasser mit dem Hund. Mann. Na, gehst du mal ins Wasser? Ab! Jawohl! Geh hüpfen! Rico, komm hier! Ja, na, komm hier!
denn da? Was hast du denn aus dem Wasser geholt, hä? Eine Baumrinde. Ja, was ist denn das? Ja, zeig mal hier. Ja, nein, das ist meins. Das mache ich jetzt kaputt. Das macht Spaß, oder? Ja, das macht Spaß. Ja. So, nochmal vom Lübbesee. Kurzer Schwenk über diesen Waldparkplatz. Also hier stehen zumindest keine Schilder, dass man hier nicht stehen darf. Also für Freisteher, gerade Fläche. Warum nicht? Keine Verbotsschilder zu sehen. Ja, hallo zusammen. Ostersamstag, 12 Uhr. Auf geht's nach Templin. Ist doch etwas voller geworden jetzt als im Winter zu Silvester. Ja, wir haben wunderschönes Wetter heute. Und dann nehmen wir euch mal mit. Bis dann. So, gut. Alles voll. Darum. Alle sind unterwegs in der Natur oder im Hallenbad. Also gestern Abend war nur noch ein Platz frei hier. Alle 70 Stellplätze waren belegt. Ja. So, auf geht's zur Bushaltestelle. Wir wollten eigentlich mit den Fahrrädern fahren und Rico an der Leine nebenher laufen lassen. Das haben wir gestern mal kurz probiert, aber das hat nicht funktioniert. Das müssen wir erstmal noch fleißig üben. Also geht's weiter heute auf die Fahrt in die Stadt mit dem Bus. Der fährt alle halbe Stunde, um halb und um voll. So, Viertel vor zwölf haben wir jetzt. Geht's zum Bus? Auf geht's. Wohin fahren wir denn? Nach Templin. Die Altstadt. Gucken. Oder was auch immer da ist. Da bin ich gespannt. Und heute ist Samstag, können wir shoppen gehen. Shoppen? Mhm. Okay. Na, aber ja. Erstmal tun wir irgendwo was frühstücken. Ja. Branchen. Ja. Frühstück haben wir nicht geschafft. Macht aber nichts. Ne? So. Schöner Springbrunnen. Und da müsste eigentlich dann auch die Bushaltestelle sein. Angekommen am Markt in Templin. Hier ist ja richtig was los. Markttag, Stände,
Hüpfbogen. Na, da können wir ein bisschen schmückern. Vielleicht kriegen wir noch was zu essen, ne, Schatzi? Ja. Eine Kleinigkeit. Ja. Zum Frühstück. Ja, ne, Schatzi? Wir haben noch nicht gegessen. Wir haben noch nichts gegessen heute. Kaffee haben wir getrunken. Der Einzige, der frühstückt hat, ist unser Kleiner, ne? Ja, der hat was gekriegt, wie es sich gehört. Ja, wo sind dann doch zu viele Leute hier, um zu filmen, ne? Ja, muss pullern. Wie süß. Lauter Osterhasen. Schicki. Cool. Jo, hier gibt's alles Mögliche. Rostbratwurst, Eis. Schick. Schön angelegt, Schatzi, ne? Ja. Oh, Ostern wünschen sie uns. Ja, schön. Historisches Rathaus Templin. Ah, super, das wollte so ein schönes Wetter haben. Klamotten. Schmuck. Naja, typische Marktsachen halt, ne? Sonnenbrillen natürlich nicht zu vergessen. Schick. Gravuren. Luftgetrocknete Salami aus der Bretagne. Und das in Templin. Schon mal ein sehr guter Anfang. Bonjour. Bonjour, Madame. Hallo. Darf ich wissen, wo es ausgestrahlt wird? Bei YouTube. In YouTube? Ja. Bekomme ich Urheberrechte? Wenn Sie möchten. Aber sehr gerne. Alles klar. Dann gucken wir hier nochmal. So, dann gehen wir mal auf die Suche. Glaub mir, erst nach einer Rostbratwurst. Was zu trinken brauchen wir? Unser So, jetzt wandern wir durch Templin, Mühlenstraße Richtung Mühlentor, Stadttor. Ernstings Family, kannst du auch noch einkaufen. Mühle 31 Feinkost. Später dann wahrscheinlich. Noch nicht auf. Ja, schöne Kirche. Rossmann. Gibt hier eigentlich alles, was man braucht hier. Da geht es auch zum Stadthafen. Ja, hier kann man auch schön Kaffee und Kuchen. Ja, vielleicht für nachher. Jahre Templin. Schönes Bild. Oh, Rico kriegt auch Eis. Jo, das scheint dann schon, ja, das ist das Mühlentor. Also zumindest ein Stück davon. Ne? Die Mitte weggemacht und rechts geht's weiter. Weiter, siehst du? Und auf der anderen Seite. Einmal rum.
Dann laufen wir mal hier weiter Richtung Templiner Stadtsee. Stadthafen. Figuren mag er nicht. Er mag keine Figuren. Was machst du denn für einen Krach hier, Stinksack? Ja, ja, na, ist gut. Ah, hier die Schießscharte, um die Innenstadt zu verteidigen. Hier. Ah, haben sie denn die Gewehre rausgehalten? Weg für Ausbuchtung. Villa Toscana. Webertor. Versorgen Sie Stadt mit Löschwasser als Nottor. Die Weberin nutzt den Durchgang zum Eichwerder, um dort ihre Tuche zu bleichen. Seite aus. Die beiden gehen mal außen lang und ich gehe mal in am Tor weiter, also hinter der Mauer, und wir treffen uns dann am nächsten Tor, wenn da eins kommt. Ja, und hier kommt dann doch noch natürlich ein Tor, ein komplettes Tor, Schultor. Okay. Ja, wer ist denn da? Boah, ein schönes Gemäuer hier. Und das nächste Tor. Eichwerder Tor. Oh. So ein ziemlich mächtige Stadtmaueranlage, ne? Super erhalten. Ja, große Schulanlage. Jetzt geht's bergab. Wieghaus am Wassertor. Okay. Jüdisches Ritualbad. Mikwe. Zu jeder Synagogengemeinde gehört ein solches Bad. Fließendes Wasser. Wenn es Bombenangriff ist, wird Gebäude 44 zerstört. Kirche am Wassertor. Na, jetzt siehst du, Schatz, da können wir da runter gehen, ne? Und dann sind wir am See und am Hafen und Dampferanlegestelle. Nochmal von der anderen Seite. So, Sportplatz. Schönes altes Haus. Mit Strohdach. Ups. Schöner kleiner Stadthafen mit Dampfer und Co. Gastronomie. Templiner Seenrundfahrt kann man hier machen.
Preise Erwachsene 19,50, Kinder 59, Haustiere 5 Euro. Zweistündige Rundfahrt. Aha. Saisonstart 30.03. Oh, Halleluja. Saisonstart heute. 13.30 Uhr. Da ist gerade einer losgefahren. Aha. Wie mein Schatz mich gerade aufklärte, sind das Mietboote. Mit allem drin, Küche und Co. Sonnendeck. Was das kostet, steht hier aber nirgends. Ne? Man muss mal unter www.behappy.de gucken. Kleine Hausboote. Oh. Bootsverleih. Oh, schön hier. Das ist doch richtig schön hier. So, hier. An die Hausboote kommen wir jetzt so nicht ran. Der hat's cool hier. Der hat einen Strandkorb als Hütte. Sehr süß. Na gut, wir werden dann hier rechts rum wieder gehen, Richtung Markt, historische Altstadt, und dann war es das eigentlich erstmal mit unserem Ausflug nach Templin. Prenzlauer Vortor mit Museum. Da war meine alte Minol-Tankstelle. Minol zu DDR-Zeiten. So, gegen die Sonne. Weiß nicht, dass was wird. Ja, wohl wolkenlos, aber wir haben es doch etwas milchig durch den Sahara-Staub, der ja wohl jetzt hier aktiv herumschwören soll. Aber wie gesagt, wunderschönes Wetter. 22 Grad. Toll für Ostersamstag. Zurück aus Templin. Wieder angekommen am Thermalbad. Ja. Diesmal endlich Aufnahmen bei Sonnenschein. Genau. Ja, das sieht bei schönem Wetter und bei Sonnenschein und etwas Grün natürlich besser aus als im Dezember, ne? Ja. An Silvester. Da haben wir das ja schon relativ ausgiebig gefilmt. Verlinken wir euch hier im Video, wer Interesse hat. Da haben wir auch die Platzvorstellung etwas genauer gemacht. Ja. Und haben sie alles aufgebaut jetzt. Tische, Schirme. Aber ist nichts los. Aber vielleicht dann morgen. Ostersonntag, Ostermontag. Mal schauen, was dann hier los ist. Ja, hier geht man dann rein, ne? Ins Hallenbad und ja. Okay, auf geht's zurück zum Stellplatz.
kurz andere Schuhe anziehen und dann wollten wir noch mal zum Hundestrand, ne? Ja, aber erstmal ein bisschen was trinken, ja, und einen Moment hinsetzen, ja? Ja. Und dann können wir von hier aus los. Okay. Heißerchen, brauchst du Pause? Musst du auch mal eine Pause machen? Ja, dann machen wir gleich eine Pause am Auto, ne? Ja. So, und nochmal im Wasser. Ja, geh ab und hol. Herr Fein. Wo ist er denn da? Wieso springt denn der im Wasser? Laufen wir denn gut? Ja, komm. Das ist toll hier, ne? Na, ich wollte ihn werfen. Warte, sitz. Ruhe. Da ist unser begossener Pudel. Ja, soll ich es nochmal? Nochmal? Rülps. Nochmal? Okay, warte. Warte. Wiederhol. Oh, guck mal. Warte. 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 Und hopp! So ist fein. Da fühlt sich auch einer wohl. Nach dem Baden. Rico? Jo. Mit deiner Ente, ne? Deine Ente ist toll, ne? Ja. Der Stinker? Wird wieder lecker gekocht. Jetzt aber noch ein bisschen Fett. Du brauchst Fett? Mhm, noch ein bisschen. Noch mehr? Ja. Meinst? Ja. Also dann hol dich mal welches, ne? Weiter geht's beim Kochen. Also wieder Zwiebeln. Paprika, Tomaten. Wir dünsten die mal, vielleicht bekommt uns das besser. Ja? Hm? Ja, eine Variante, oder? Ja, und dann wieder Hähnchengeschnetzeltes mit Sahnesoße. Dazu gibt es Kartoffeln. Wir waren dann noch mal heute Nachmittag am See. Rico konnte noch ein bisschen planschen. Ja, und jetzt wird noch lecker gekocht. Schönes Ostermahl. Rückensteaks. Gemüsepfanne mit Bacon, Rosmarinkartoffeln, Sauce Hollandaise. So. Das riecht schon mal ganz gut.
schauen wir mal, wie es schmeckt. Hallo zurück. Ist jetzt Ostermontag, 13.30 Uhr. Die Reihen haben sich gelichtet. Wir packen auch zusammen und gleich geht es zurück nach Berlin. Die letzten Sachen noch verstauen. War schon die Betten alle abgezogen, zu Hause alles waschen können. Alles rein ins Auto und dann geht's zurück. Die Reihen haben sich echt gelichtet, total leer geworden. Nachdem ja Ostersamstag, Sonntag, Karfreitag auch hier schon alles voll war. Ja, Wetter soll jetzt auch schlechter werden, ist noch relativ warm. 15, 16 Grad, aber die Wolken kommen näher. Regen ist ja angesagt ab 14, 15 Uhr. Also dann nicht wie weg hier. Noch Strom abmachen, Stühle rein. Ja, und dann geht's wieder zurück. Rico hat sich hier super wohl gefühlt. Wir waren dreimal im See baden. Aber das könnt ihr ja im Video, habt ihr im Video gesehen. Schatzi packt sich auch ein. Oh. Wissen wir ja, ne? Die schöne Zeit vorbei, ne?